Meine Damen und Herren, vor genau 10 Jahren, 2006, ist hier in Berlin im Deutschen Historischen Museum eine große Ausstellung eröffnet worden mit dem Titel 100 Köpfe von morgen. Vorgestellt wurden 100 junge Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft, von denen man damals erwartete, dass sie mit ihren Ideen die Zukunft unserer Gesellschaft würden prägen können. Frank Bradtke war einer dieser Persönlichkeiten in der Ausstellung. Damals ist er vorgestellt worden als der, Zitat, Wissenschaftler, der an die Nerven geht. Man sieht, dass es im Deutschen auf die Präpositionen ankommt. Also an die Nerven. Heute, 10 Jahre später, die Prognose der Ausstellung war völlig korrekt. Heute hat sich Frank Bradtke in der Tat zu einem der wichtigsten Neurobiologen unserer Zeit entwickelt, der durch grundlegende und teilweise spektakuläre Beiträge wesentliche Mechanismen des axonalen Wachstums von Nervenzellen hat aufklären können. In seinen, ich bin überhaupt zu früh, es muss ein Film kommen. Es passiert mir jedes Jahr. Also das ist zu dämlich, Entschuldigung. Also, ich habe auch ein Stichwort, das habe ich vergessen, das heißt Film ab. Das habe ich jetzt aber nur zitiert. Ich sage es also nochmal, denn ich bitte um Nachsicht. Also es ist, passiert mir zwar nicht jedes Mal, aber es ist mir schon mal passiert. Und ich bitte um Entschuldigung für die Regie, dass alles, was sie so wunderbar organisiert hat, durch dann meine Tölpelhaftigkeiten ruiniert wird. Also es gibt zunächst einen kurzen, aber schönen Film über Herrn Bradtke. Und dann fange ich noch mal an, dann wissen Sie schon. Meine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Entwicklung und Regeneration des Nervensystems. Nervenzellen sind miteinander über Nervenleitungen verdrahtet. Und wir möchten verstehen, wie diese Nervenleitungen überhaupt erstmal auswachsen. Nach einer Rückenmarksverletzung, da werden eben viele von diesen Nervenleitungen werden durchtrennt. Und das große Problem ist, dass diese Nervenleitungen nicht mehr wachsen können. Was wir letztendlich versuchen, ist, dass wir dieses Wachstumsprogramm reaktivieren wollen, damit wir eben auch Nervenleitungen zur Regeneration bringen. Die Nervenzellen, die haben genauso wie wir eben auch ein Skelett. Was wir zeigen konnten, ist, dass eben ein Teil des Skeletts, die Knochen, die sogenannten Mikrotubuli, die kann man stimulieren, dass sie eben wachsen und dadurch verlängern sie eben dann auch die Nervenleitung. Also Sie sehen schon, dass was jeder Deutschlehrer, jeder deutsche Lehrer schon im Didaktikkurs 1 eingebimst bekommt, Medienwechsel nämlich, ist was, mit dem ich mich nach wie vor schwer tue. Diese Frage also, von der Herr Bradtke in dem Film gerade gesprochen hat, wie sich das Wachstum von Nervenzellen auch dann stimulieren lasse, wenn die Zellen durch eine Rückenmarksverletzung durchtrennt sind. Das ist eine Frage, die über die Jahre hinweg immer weiter ins Zentrum seiner Forschungen gerückt ist. Grundlegende Einsichten dazu konnte er schon in seiner bei Carlos Dotti entstandenen Doktorarbeit über die Initiationsmechanismen des axonalen Zellwachstums gewinnen. Der Auftakt zu einer ganzen Reihe von ebenso überraschenden wie unvorhergesehenen Entdeckungen, mit denen Herr Bradtke sich an die Spitze seines Forschungsfeldes setzte. So konnte er in wichtigen, jeweils erstklassig publizierten Arbeiten nachweisen, dass die Mikrotubuli im Axon nicht nur deutlich stabiler als in anderen neuronalen Zellfortsätzen sind, sondern dass sich durch eine pharmakologische Stabilisierung der Mikrotubuli auch Neuronen mit mehreren Axonen erzeugen lassen, wodurch sich
die Generation dann von Aktionen fördern lässt. Weitere Studien haben dann gezeigt, dass die pharmakologisch induzierte Stabilisierung der Mikrotubuli auch die Narbenbildung im Rückenmark vermindert, wobei Herr Bradtke in einer 2015 in Science publizierten Studie diesen Effekt dann wieder auf das Protein Tau zurückführen konnte. Herrn Bradtkes Arbeiten gelten heute weltweit als Meilensteine auf dem Gebiet der regenerativen Neurobiologie, auch weil die Anwendungspotenziale seiner Erkenntnis immens sind. Seine akademische Heimat hat der gebürtige Berliner dabei seit 2011 an der Universität Bonn und am Bonner Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen gefunden, und zwar nach einer frühen Karriere, die in vieler Hinsicht ganz charakteristisch verlaufen ist. Auf ein internationales Studium und die Dissertation an der Uni Heidelberg und am EMBL, also am European Molecular Biology Laboratory in Heidelberg, folgte ein Aufenthalt als Postdoktorand in Stanford und an der University of California in San Francisco und 2003 dann der Wechsel ans MPI für Neurobiologie in Martinsried, an dem er als Gruppenleiter bis zu seinem Wechsel nach Bonn dann auch tätig gewesen ist. Der Leibniz-Preis markiert nun einen neuen Höhepunkt dieser wissenschaftlichen Karriere, und wie sehr er sich darüber freut, das sehe ich besser als Sie alle, weil ich ihn von vorne sehen kann. Wie sehr er darüber sich freut, das hat Herr Bradtke nach Bekanntgabe der Preise gegenüber dem WDR selber auf den Punkt gebracht, am besten auf den Punkt gebracht: Mir geht's so richtig gut. Ein Zustand, lieber Herr Bradtke, der lange anhalten möge, weil Sie nun in Anerkennung dieser Leistungen den Leibniz-Preis in seiner symbolischen und in seiner finanziellen Dimension erhalten. Herzlichen Glückwunsch dazu. Berlin, den 1. März 2016. Herzlichen Glückwunsch.